Was geht YouTube? Herzlich willkommen zur nächsten Episode hier im Road to Commander. Wir haben heute endlich mal wieder einen frischen Gast mit dabei und zwar den Snacky Boy. Was geht ab, Leute? Den Snacks haben wir dabei. Und ja, wir spielen heute... Ah, warte mal, ich muss dich noch ein bisschen leiser stellen, fällt mir gerade auf. Nachdem ich kurz hier diesen brachialen Kill gemacht habe und diesen Two-Piece mit dem C4. Und jetzt natürlich nehme ich auch noch diesen Kill hier mit. Und habe jetzt die Drohne selbstverständlich erspielt. So, sag mal was, Digga. Ja, was geht, Digga? Ja, so passt es, okay. Hater würden sagen, es war jetzt gar nicht leiser, aber ich weiß, dass es leiser ist. So, der Typ ist jetzt hier hochgelaufen, das heißt, wir haben genau Plätze getauscht. Das heißt, free kill für mich. Nicht? Wo ist denn der Dude? Problem ist... Nein, Digga, Mr. Pomos. What's the problem, mate? Ich habe fast kein Aim in dem Spiel, aber das ist auch allgemein ein Problem bei mir. Früher warst du noch so ein guter Aimer in BO2. Ich habe auch gutes Aim, aber das Ding ist, es ist halt ein bisschen ungewohnt. You are not used to it, bro. Auf jeden Fall, Leute, auf ganz gediegen wird der Typ im C4 gesniped. Auf ganz gediegen zocken wir jetzt hier wieder weitere Level hoch, hoffentlich. Denn das ist ja das langsamste Road to Commander der Welt. Aufgrund, ich habe es euch schon oft genug erklärt, ich werde es nicht nochmal erklären. Ich kann es dir mal erklären, weil du hast die Folgen noch nicht gesehen. Genau. Ich habe alle Herausforderungen schon gemacht und alle Waffen durchgelevelt. Das heißt, ich level hier so slow. Dazu muss ich halt meistens noch andere Modi spielen, also auf TDM. Das heißt, ich mache so wenig Punkte. Mein Tipp ist, dass es fast 50 Folgen sein werden, das RTC. Ja, aber ist in Ordnung, Digga. Ja, die Leute mögen es, ja. Ja, deswegen meinte ich ja, dass es in Ordnung ist, weißt du? Ja, ja, klar. Mr. Pomos, Digga! Lord Pomos. Oh, das ist so ungewohnt, das ist so... Oh mein Gott, mit der G-Com, Digga, what? Okay, ich hab Orbi. Im Gegensatz zu Black Ops 4 ist es so slow-paced irgendwie. Ich hab den erstmal EMP reingedrückt und das war's jetzt komplett. Da quitten sie ja natürlich. Wie zu alten Zeiten, du. Wo ist denn dieses Scar hier? Kranker Scheiß. Abonnent schießt bei mir rum, Ehrenmann. Aber er hat wenigstens Schalldämpfer drauf. Aha, jetzt bauen die doch hier. Aha. Aber mein Aim kommt langsam zurück. Ist der Dude hier hinten da? Nee, noch nicht. Okay. Ich glaube, die nehmen A ein. Die haben alle so lustige Waffen. So, ich brauche jetzt den nächsten Orbi. Bei mir läuft nämlich ganz gut. Digga, eine Scar mit Rohpunkt ist echt so lustig. Warte mal, das ist aber jetzt sogar, könnte sich sogar lohnen. Boah, Digga, das ist ja zu krass, dieser... Boah, Digga, wie schnell die einfach droppen, Digga. Oh mein Gott, ich bin der Beste mit Vollmantel, Digga, wie früher. Digga, es ist so geil, wie schnell die hier droppen, Digga. Oh mein Gott. Ich will die Waffe von dem hier, Digga. Hast du wieder Orbi? Ja, ja. Digga, was? Digga. Oh, da, ja, Mann! Oh, ja, genau, jetzt habe ich sie. Sehr schön. Digga, die haben schon hart kassiert jetzt. Zwei Streaks in a row. Okay, ich habe auch gleich Orbi. Also, falls ich überhaupt den Orbi bekomme. EMP reingedrückt. Ah, das fühlt sich immer richtig geil an. Das krasseste Gefühl der Welt ist, EMP reinzudrücken, wenn die Gegner eine Konterdrohne haben. Das ist so heftig. Ja. Auch, oder wenn die irgendwie eine Streak oben haben oder so, das ist einfach Genugtuung, Alter. Okay, ich hab Orbi. Okay, hau raus. Okay. Nice, ich könnte sogar Nuklear machen. Wobei, das sollte ich lieber nicht sagen. Ja, Nuklear ist nicht drin. An sich ist die Lobby halt nicht so geil, weil die Typen schießen schon hart zurück. Oh, jetzt ist es ganz kritisch gerade, weil der Typ weiß ganz genau, dass ich... Aber in Black Ops 2 hat man irgendwie noch bessere Chancen irgendwie. Ja, du hast halt auch Orbi, Digga. Ja, Digga, aber gerade ist es wirklich schwierig, weil die schießen alle hart zurück, die drin sind. Oh, der ist auf ganz komischer Basis. Ah, der hatte Taktikeinstieg. Ja, oh, ich bin down. Ja, ja, er hat mich jetzt endlich, der Hacker. Ruski. Ach, ist das ein Hacker oder was? Nein, aber das sah so aus, Digga. Aber es war schon belastend, Mann. Die Nuklear hätte ich gerne gemacht. Hup. Rudi auch nochmal mitgenommen. Muck bloß nicht auf hier, du Rudi. Nix mit Hollywood. Frankfurt, Rudi.
Guck mal, wie hart die kassieren, Alter. Das ist schon mies, Digga. Digga. Jage Marcel. Mhm, klassisch. Muss sein. Also, ey, war aber nicht so on point, Digga. Digga, guck dir die ganze Runde an, wenn du mir eine Kugel zeigst, die ich vereint hab. Bernstein, Schnauze, doch klein Pässer. So, jetzt nochmal die letzten 53 Domination Points spielen. Whoop. Schön nach Hause bringen, Alter. Den Sieg holen wir uns. Jungs what und Mädels. What the fuck, man? Rudi hat mich weggemacht, Alter. Oh, den dritten auch noch zu nehmen wäre lecker gewesen. So. Ja, Level 35 sind wir jetzt immerhin schon mal. Decent, Bro, decent. Aber es fühlt sich so geil an, wie schnell die hier droppen im Gegensatz zu Black Ops 4, ne? Digga, ich habe so lange kein BO4 mehr gespielt. Rudi holt mich dreimal hintereinander, der Ehrenlose, Digga. Ohne Scheiße, ich weiß gar nicht mehr genau, ui, wie sich das in BO4 anfühlt. Wa? Er hackt. Ja, er hackt. Ja. Okay, komm. Das Ding ist, warte, lass mal die Runde noch zu Ende spielen. Weil ich will, obwohl, Digga, das fuckt schon hart ab, wenn er so hackt. Ich überlege ja, gerade, weil die... Was muss der für einen kleinen Cock haben? Das rausgehen. Dann schalte ich auf den Spielbonus. Ich kann nicht riskieren, dass er mich zurücksetzt. Ah, schade, Mann. Ja, aber egal. Der muss ja einen Mini-Cock haben, Digga. Ja, der hat safe ein ziemlich kleines Glied. Der hat Cock-Inwuchs, Digga. Gut, leg dich doch da drüben hin. Mann, du bist so ein müder kleiner Mini-Hund. Ich darf ist ein Hundesohn. Ist aber wirklich. Ich darf hier nicht rumrollen. Du musst mir joinen. Okay. Wenn ich hier mit dem Stuhl rumrolle, dann wird's belastend. Jo. Okay. Müssen wir jetzt auf TDM gehen, Freunde, weil alles andere wird... Oh mein Gott! Ja, Digga, die Lobbys sehen halt immer so aus in TDM. Das war Meltdown, habe ich viel zu selten gehabt im RTC. Dann können wir jetzt auch hier die Waffe mal wieder spielen. Meltdown. Ich fahr ein bisschen mit Remington ab, Digga. Oh, meine Remington-Folge war richtig geil. Da habe ich so heftig gedisliked. Hast du gedisliked? Ja. Freut mich. Ja, so ist doch okay, die Teamaufteilung. Eigentlich wäre es doch schön, wenn wir Sobek und Lord Aqua CH hätten, aber... Ja, man kann ja nicht alles haben, ja. You can't have all, wie man so schön sagt, ne? Ja. Belochistan, Klippen, Pakistan. Ups, komm mal her. Geh mal einen Schritt weiter nach da. Komm einfach nur ganz bisschen bis hier. Ja, fein. Ja, fein. Er will immer so ganz nah bei mir liegen, das ist schon süß. Ist schon cute, Digga. So, M27 ist angesagt. In der Diamantenentarnung. Ja, genau, da kannst du hingehen. Fein, super. Nebenbei wird der Hund natürlich noch verarztet. C4 kommt. So, das war ein dummer C4-Spot. Der hätte noch gar nicht hier sein können. Ich habe aber die AN94 ausgepackt. Ja, Digga, ich kann sie einfach nicht auspacken. Das musst du die mal reinziehen. Auch wenn ich jetzt sterbe, ist mir egal. Der Typ wird gemutet. Ah, stimmt. Du hast ja... Ja, AN ist auf dem letzten Level. Na, mit meinem stimmt. Dauerhaften Freischalt-Token ich bin so ein Idiot, Digga, habe ich C4 freigeschaltet. Und das Ding ist, ohne Plünderer C4 bringt absolut überhaupt nichts. Ja, das ist das Ding halt. Okay, ich wurde weggemacht von Ajax, Digga. Oh, Digga, der Typ ist so weak wegen dem C4. Hier gibt's auch Ajax übrigens, ist mir gerade aufgefallen. So, hier rennt auch ein Glatzkopf rum. Oh, Digga, der Typ, Mann, wie eklig spielt er das zweite Mal hintereinander. Jetzt chill mal. Wo ist dieser Typ, Digga? Der macht. Ja, jetzt habe ich ihn. Harakesh. So, gib mir deine AN, Mann. Feindliche Drohne, Bruder, wie braucht man eine Drohne? Ich knife die ganze Zeit aus Versehen. Junge, ich choke gerade wirklich vom anderen Stern. Alles, also wirklich, das ist gerade krank, wie ich choke. Also die Runde davor war unnormal nice und jetzt unnormal choke. Ja, das Ding ist, ich muss mich halt immer noch einspielen, weil irgendwie connecten die Schüsse nicht beim ersten Mal, so, weißt du? Ja klar, es ist nicht ganz wie ein BO4 von der Connection. Nee. Ich verstehe die Runde gerade gar nicht, Mann. Ich verstehe sie einfach nicht. Es gibt so Runden. Eben fast nuklear uneingespielt. Jetzt Choke in TDM. Da hinten ist doch einer, oder habe ich mir das eingebildet? Check's nicht.
Komm, wir gehen hier lang. Oh, diese Schockladung war eigentlich nie overpowered, Mann. Schockladung. Wenn man so überlegt, Digga. Zum Beispiel, wenn wir diese Sucherdrohnen, zum Beispiel, ist viel mehr overpowered als diese scheiß. Ja, klar, Digga. Da, also dagegen war Schockladung ja schlecht gegen diese Sucherminen und diese Specialist. Ich schwör's dir, Digga. Die waren ja. Also, ja die, das ist ja krank. Du kannst dich ja noch voll bewegen, auch diese S-Minen und so. Das war übelst gebalanced gegen Black Ops 4. Komm, dass wir die Runde jetzt hier einigermaßen gut spielen. Die Scar kriege ich auf Level 40, Leute. Also es dauert nicht mehr so lange. Ich glaube, da war einer und ich habe Timing kassiert. Ich check irgendwie diese Lobby nicht. Digga, ich hasse diese Art. Ja, jetzt habe ich ihn. Nein, Gott. Lass mal alles daneben schießen. Auf hier oben sitzen so zwei Keks drin. Ich komme da jetzt von hinten. Hab ihn hin. Aber. Okay, wo spawnen die? Oh, Bruder, Black Ops 2 macht so Spaß eigentlich, ne? Ja, BO2 ist geil. Ich schwöre, ich mach doch jede Folge aufnehmen, Bock. Ich freue mich auch immer richtig aufs Aufnehmen. Weil es gibt einfach. Oh mein Gott, hat der kassiert. Es gibt dir einfach so eine gewisse. Digga, dieser Sobek rasiert mich komplett, Mann! Das fuckt so ab, Mann! Junge, ich kann nichts gegen ihn machen, er ist besser als ich. Er ist der beste Black Ops. Ja, er ist der beste, Digga. Guck mal seinen Score an. Er ist der heftigste. Ja, fuck. Ich kann mich jetzt fragen, wie er mich jetzt holen wird. Ah, da ist er. Er holt mich wirklich, er gibt mir Turn an sogar diesmal. Alles klar. Ich hab Konterdrohne und UAV. Digga, ich check das nicht, Mann. Da sehen die campen auch nur da oben, Alter, die Keks, Alter. Das ist doch noch kein Nerv. Wo ist der jetzt? Oh Mann, ey. Digga, die chillen da wirklich nur in dem einen Haus, ne? Es juckt sie halt überhaupt nicht, Digga. Also ich verstehe die Runde ehrlich gar nicht. Wirklich. Es juckt noch, komm auf! 9 zu 10 einfach. Alles klar. Er chillt da in der Ecke, Digga. Bruder, das Spiel ist fucking 9 Jahre alt. Was suchst du da in der Ecke, Junge? Das habe ich einigermaßen eine Szene, gute Szene gehabt. So, so, Berg hier, bitteschön. Gib mir deine Scar-Munition, danke. Digga, ich hab kein Aim, Digga. Früher 100er Prezi gehabt und jetzt 12er Prezi. Ich kämpf mich gerade so rein in die Runde, das glaubst du nicht. Ja, Sobek ist gequittet. Geil. Ah, das wäre einer zu viel, Mann. Ich war eins vor Orbi, glaube ich. Ja, jetzt habe ich 18, 11 immerhin, Mann. Jetzt habe ich mal 10 Kills schnell gemacht. Granatskutte. Ja, ich hab's auch gehört. Digga. Ich liebe Digga. Es, Digga. Diese Rufe sind so lustig. Oh Mann, ey. Ach, Granatskutte. Die ziehen auch richtig durch, Digga. Ja, Digga, sowas liebe ich, Digga. Warum haben die das geändert, Mann? Ich will Akkanas Kuttel hören. Ist auch so, Digga. Es ist so richtig 0815 jetzt geworden. Ja. Lade nach. Ich werde beschossen. Dieses Sniper hier. Ja, die snipen irgendwie alle oder sie campen. Also eins von beiden ist immer am Start. Ich war noch gar nicht in diesem Reaktor-Dingens. Schön, die beiden das haben mitgenommen. Muss ich noch einmal reingehen eigentlich, Digga. Boah, Mann, ich liebe es, die Leute so zu zerstören. Macht schon Spaß, Digga. Potolto. Ich bin so dumm, egal, ich zieh durch. What the hell? Ja. Oh, das hier Schütz ist ja am Stissel. Wo ist denn das? Ich weiß nicht. Ach, Kanat Kutel. Das war seine Füße schießen, aber. Gib ihm Kante, Digga, gib ihm Kante. So.
Ah ne, er hat Kriegsmaschine gehabt oder Todbringer oder what the hell. Aiming kassiert. Und jetzt kommen die eh gleich wieder dahin. Ich kann schon mal rüber springen. Wo habe ich ihn ausgeschaltet? Hey, gib mir mit Todbringer, Digga. What the hell, Digga, guck dir mal die Killcam an! Was macht der Typ? Hat den Anfall, ich schwör, vielleicht hat er schon einen Anfall im Controller gehabt. Digga, bitte genieß es, okay? Okay, okay. Guck mal, Digga, es macht gar keinen Sinn. Digga, was macht der Mann? Das ist geil. Ajax gewesen, Digga. Ja, auf einmal macht er so einen ganz weirden Move, Alter, what the hell, Mann. Ja, hab immer noch so die Runde einigermaßen gesaved. Ey, Digga, ach, geil, Mann. Fünfmal Doppelabschuss. Ja, jetzt sieht die Lobby Maschallah. Echt geil aus, guck mal. Die Lobby ist, mach mal Karte geheim, Digga. Lass Nuketown. Das ist so eine schnelle Runde, so eine 2-Minuten-Runde. Das bockt voll Nuketown TDM. Ja, da unten ist ein Freiherr. Ich glaube, ich nehme Escort-Runde mit, Digga. Übrigens habe ich auch, ich habe von, Charlie Intel hat was gepostet auf Twitter, und zwar, dass eine Streak, eine sehr beliebte Streak ins Spiel wieder reingefügt wird. Haben sie niemals gepostet. Und zwar der Warthog, Digga. Ah, geil, meine Lieblingstrick. Digga, die haben es einfach nie, die haben es einfach verkackt, Mann. Ich kann es nicht glauben. Ja. Aber der Modus ohne Spezialisten wird ja kommen, Digga. Echt? Aber es wird keiner spielen, weil man will die normalen Standard-Playlists spielen. Ah, ich glaube, guck mal, ich glaube, die versuchen erstmal was. Und das kann, ich denke, dass es durchaus möglich ist, dass es, wie so ein Mehrspieler, so ein Classic-Multiplayer gibt, Digga. Dass du den vielleicht downloaden kannst oder sowas. Hm. Das wäre natürlich übelst geil, Digga. Mit Orbi und so. Akranas, Kutte! So, jetzt packen wir die MSMC. Die MSMC tut den Gegnern weh. Der GKS macht der Gegner Stress, Digga. Genau, mit der MSMC tue ich den Gegnern weh, Digga. Mit der MSMC tue ich den Gegnern weh. da kommt das C4 im hohen Bogen geflogen, Digga. Nein, ich bin da. Nee, doch nicht, der ist zu schlecht. The Noobs are on fire. We don't need no reason for this mother. Oh, what the hell, man. Whoop. Digga, das war so geil. Rappel dich wieder auf! Schöner Jumpshot. Die MSMC ist für mich die geilste MP aller Zeiten. Digga, es ist auch einfach eine kranke Waffe, Digga. I gotta carry you. Oh, hier oben sind drei Gegner drin. Hol sie alle, hol sie. Hier ist einer. Lol, wo ist der Typ? Ah, jetzt ist er down. Ah, diese AN muss ich aufheben. Komm raus, Junge! Spielst du AN Magazinerweiterung schafft? Nee, ich spiele MSMC gerade. Boah, Digga, was für ein Kampf. Ich muss jetzt schnell hier vorbeikommen. Lad nach. Ich hätte gleich den Orbi, Digga. Ja, mach klar das Ding. Ja, yeah, I'm not sure about it. Because he is so fucking... Ich hab dich so lustig gerecht, ich hab das C4 so auf ihn geschmissen. Da waren einfach too many P-Plus. Oh, die MSMC ist schon geil, Mann. Die XMC war dagegen ein feuchter Dreck. Ein feuchter Haufen Dreck, Digga. Wenn du verstehst, was ich meine. Ja, Mann. A piece of shit, man. Digga, die MSMC ist so geil. Ich würde die MSMC gerne mit nach Hause nehmen, Mann. Und so liebkosen und. Ah, da hab ich den V-Set. EMP wird einfach nur aus Prinzip reingepusht. Das ist stabil. Digga, was macht der Typ hier? Der Typ campt hier. Oh nein!
Oh, Bruder, wie konnte ich das überleben? Ich check nicht, wie warm gespielt. So warm gespielt war ich in BO2, was weiß ich, wann ich das letzte Mal so alles getroffen habe und so, Mann. Das ist wirklich heftig. Jetzt bin ich down. Okay, aber auch Orbi. Lecker. Boah, wie schnell man eigentlich eingespielt ist in diesem Game, ne? Ja, man ist ja auch wie Fahrradfahren. Weißt du, wie viele Jahre wir das gemacht haben? Stimmt. Meins. Ah, ich habe mir eine Bulle. Zapp doch die Hände! Seit ich Orbi habe, mache ich keine Kills mehr, Digga, weil du halt ein Orbi-Spieler bist. Du kannst halt nur mit Orbi spielen. Wer kann mit Orbi spielen noch? Nur du kannst nur mit Orbi spielen, Digga. Ich kann nur mit Orbi spielen? Was redest du, Digga? Hab ich den gestealt, so. Ich glaube, ich muss immer nach Berlin fahren und dir immer gehörig das Maul polieren, Digga. Ich werde dir das Maul polieren, Digga. Ich mache wirklich keine Kills mehr. Ich kann den Controller weglegen, ja. Ah, die letzte Killcam. Final Killcam, die 25er-Quote hast du auch mal ganz easy mitgenommen. Freunde, lass auf jeden Fall ein Like da, check den Kanal von Snacks ab. Da wurde vor einiger Zeit auch ein gemeinsames Video hochgeladen. Haut rein, bis dahin und tschüss.